So, und damit kommen wir jetzt auch zum letzten Teil von dieser deskriptiven Session am Anfang. Jetzt wollen wir uns noch den letzten Teil anschauen, der wirklich wichtig ist für die Wachstumstheorie, nämlich den Bereich der Produktivitätsparameter. Warum ist das so wichtig? Weil eben die Debatten über Wirtschaftswachstum häufig auch Debatten über Produktivitätswachstum sind. Und das müssen wir natürlich entsprechend quantifizieren, wenn wir sinnvolle Modelle dazu bauen wollen. Bisher haben wir verschiedene Produktivitätsparameter in unserer Beschreibung kennengelernt. Wir hatten zum einen hier klein x, den Output pro Arbeiter. Das hatten wir gefasst als die Arbeitsproduktivität. Wir hatten rho als Output pro Kapitaleinheit. Das ist die Kapitalproduktivität. Wir hatten klein k, die Kapitalausstattung pro Arbeiter, also die Kapitalintensität. Und wir hatten, was nicht richtig ein Produktivitätsparameter ist, aber doch verbunden damit, hier Delta als den Kapitalverschleiß. Was die Änderungen in diesen Parametern hier sind absolut zentral, um Änderungen oder um Wachstumsprozesse besser zu verstehen. Und Änderungen in diesen Variablen sind in der Regel auf technologischen Wandel zurückzuführen. Das ist ein Grund, warum technologischer Wandel so eine zentrale Rolle in Wachstumsmodellen spielt. Ja, spielt. Das heißt, wenn immer technologischer Wandel stattfindet, also Technologien, die verwendet werden, sich ändern, dann ist es wahrscheinlich, dass sich hier diese Produktivitätsparameter ändern. Und das ist zentral nicht nur, weil es Wachstum generiert, sondern weil es häufig auch mit enormen Verteilungswirkungen einhergeht. Warum das so ist, das wollen wir uns jetzt an ein paar Beispielen anschauen. Dazu wollen wir differenzieren zwischen verschiedenen Arten von technologischem Wandel. Stellen Sie sich vor, wir haben eine neue Technologie, die die Arbeitsproduktivität enorm steigert, aber die Kapitalproduktivität konstant bleibt. Dann bedeutet das, dass die Gesamtproduktivitätsgewinne in der Ökonomie komplett auf die Steigerung der Arbeitsproduktivität zurückgehen. Wir sprechen in so einem Fall von Labor-Saving Technological Change, weil eben die Wachstumsrate mit einer Wachstumsrate für die Produktivität von Arbeit. Ne? Labor Saving Technological Change, weil wir den gleichen Output nun mit weniger Arbeit herstellen können. Das gleiche Pendant gibt es dann natürlich auch, wenn eben rho steigt und klein x konstant bleibt, dann ist es eben so, dass die gesamten Produktivitätsgewinne der Ökonomie zurückzuführen sind auf die Steigerung der Kapitalproduktivität. In dem Fall reden wir dann eben von Capital Saving Technological Change mit dem entsprechenden Wachstum für die Kapitalproduktivität. Das Schöne ist, was wir uns jetzt erarbeitet haben bisher, der vielleicht erstmal klobig anschauende Wachstumsverteilungsgraph, da können wir wunderbar diese Änderungen in oder die durch unterschiedliche Technologien hervorgerufenen Änderungen darstellen. Hier schauen wir uns diesen Wachstums- und Verteilungsgraph an. Wir haben hier auf der Y-Achse Konsum bzw. die Löhne, auf der X-Achse das Wachstum des Kapitalstocks bzw. die Profitrate. Und wir haben hier eine ursprüngliche Technologie eingezeichnet, die uns hier zeigt, wie wir uns entscheiden können zwischen Profiten bzw. Ausbau des Kapitalstocks und Löhnen bzw. Konsum auf der anderen Seite. Und hier haben wir eben eine ursprüngliche Technologie und alle Punkte auf dieser Geraden hier sind durch die Technologie möglich. Wenn wir jetzt einen rein arbeitssparenden technologischen Wandel sehen, dann bedeutet das, dass wir diese Kurve hier nach außen schieben. Das bedeutet, wir können quasi, wenn wir oder für jede Einheit Arbeit kann ein bisschen mehr Output generiert werden. Das heißt, am illustrativsten ist es hier an diesem Punkt, wo eben ausschließlich der Gesamt, wo eben ausschließlich hier der Gesamtoutput zugunsten in Löhne investiert wird und eben nicht ins Profite, dann bewegen wir hier uns einfach nach oben und können hier eben einen höheren Output realisieren. Bei dem Purely Capital Saving Technological Change ist es genau andersrum. Da bleiben wir hier auf der Y-Achse am gleichen Punkt stehen und verschieben aber den Graphen auf der X-Achse weiter nach rechts. Und natürlich können Sie sich vorstellen, es gibt jetzt wahrscheinlich auch einfach grundsätzlich bessere Technologien, die sowohl Labor als auch Capital Saving sind. Das ist dann einfach eine Gesamtverschiebung der Gerade nach außen. Und natürlich gibt es auch nicht so eindeutige Fälle wie hier, wo wir eine Technologie haben, die Labor Saving ist,
aber die Capital Using ist, also die jetzt hier eben weniger Kapitalproduktivität, mit einer geringeren Kapitalproduktivität, einer höheren Arbeitsproduktivität einhergeht. Ja? Und das können wir hier eben in diesem Graphen sehr schön darstellen, und das zeigt eben auch, oder das Schöne daran ist, dass all diese Größen in der Regel empirisch beobachtbar sind. Und mit diesem Wachstum im Verteilungsgraphen können wir dementsprechend wunderbar unterschiedliche Ökonomien miteinander über die Zeit, zur gleichen Zeit miteinander vergleichen. Und das wollen wir hier als Beispiel danach auch gleich mal machen. Hier habe ich Ihnen ein Beispiel mitgebracht, was auch aus dem Lehrbuch ist. Hier den Graphen, den habe ich in R einfach nachgebaut. Was hier passiert ist, man vergleicht die USA in 2014 und Japan in 2014. Ich möchte auf dieses Beispiel hier nicht genauer eingehen. Sie können sich den Beispielcode anschauen. Den habe ich in Moodle hochgeladen. Und das ist tatsächlich eine sehr gute Übung, wenn Sie das Gefühl haben, Sie haben diesen Wachstumsverteilungsgraphen noch nicht ganz sofort geschnallt. Also bei mir war das auch nicht sofort illustrativ, dann ist die beste Möglichkeit, tatsächlich so einen Graphen mal selber zu malen. Und das können Sie direkt in R machen. Einfacher ist es natürlich einfach mit einem Blatt Papier. Und Sie können es aber, wie gesagt, auch einfach direkt in R machen. Beispielcode ist online. Aber im Folgenden wollen wir nochmal ein eigenes Beispiel wählen. Wir wollen nämlich uns den technologischen Wandel in Deutschland über die Zeit auch in einem solchen Graphen darstellen, und das werden wir jetzt tatsächlich mal hier quasi mit Pad und Stift oder Papier und Stift direkt gemeinsam machen, um das mal zu üben, weil das, wie gesagt, einfach eine sehr, sehr hilfreiche empirische Übung auch außerhalb dieses Seminars mit Sicherheit ist. Ja, also an dieser Stelle wollen wir das jetzt einfach uns nochmal anhand von einem Beispiel konkret selber anschauen. Dazu wollen wir den Wachstumsverteilungsgraphen mit Deutschland einmal von 1995 und einmal von 2014 aufmalen und dabei eben die Veränderungen, die strukturellen Veränderungen in Deutschland hier entsprechend aufzeigen. Und dazu können wir direkt in die Extended World Tables reinschauen, die Sie ja auf der im Moodle finden, den R-Code, der das quasi aufbereitet und der dann zugegebenermaßen mäßig schon eine Abbildung kreiert. Den habe ich Ihnen auch online zur Verfügung gestellt. Wir sehen hier jetzt quasi alle relevanten Daten, die wir jetzt hier einzeichnen wollen. Es ist natürlich mit den Maßstäben jetzt immer so eine Geschichte. Das kriegt man wahrscheinlich nicht perfekt hin, aber es ist doch trotzdem insgesamt häufig eine relativ illustrative Darstellungsform. Fangen wir mal an mit den Werten für 2014. Hier auf der Y-Achse tragen wir auf jeden Fall die X-Werte ein. Ich mache das hier mal ein bisschen provisorisch. Tragen wir den X-Wert hier oben ab, und tragen wir unten noch den Wert für Rho ein. Das ist ja quasi der Wert, der sozusagen am weitesten rechts liegt. Das heißt, wir können hier schon mal unsere Linie ziehen. Dann die weiteren Werte, die wir auf der X-Achse noch eintragen wollen, ist dann zum einen der Konsum. Maßstabgerechtigkeit wird jetzt hier nicht groß geschrieben. Und dann eben auch noch der Lohn. Und auf der X-Achse können wir dann noch natürlich jetzt in einem anderen Maßstab die Profitrate eintragen und entsprechend auch die hier den Wert für Delta. Und wir können jetzt diese Sachen ins Verhältnis setzen zu den Werten, die Sie im Jahr 1995 hatten. Hier sehen wir, der Wert für Delta, der ist extrem ähnlich. Der Wert für Rho, der ist
in jedem Fall kleiner. Das ist hier wichtig. Der Wert für V ist ebenfalls deutlich kleiner im Jahr 1995. Wenn wir jetzt hier auf der X-Achse gucken, auf der Y-Achse, da haben wir für die Gesamtproduktion ungefähr den Wert von 62, den wir hier gerundet eingeben. Der Konsum liegt bei ungefähr 45 und die Löhne etwas darunter bei 41. Ich werde jetzt hier nicht die ganzen Details von dem Plan ausfüllen, das könnte man natürlich auch machen. Wenn wir jetzt hier aber quasi den X-Wert und den Rho-Wert miteinander verbinden, dann sehen wir hier, und das ist eigentlich das Zentrale, den Unterschied zwischen den beiden Linien, zwischen 1995 und 2014. Und wir sehen, dass es hier in Deutschland eben technologischen Wandel gegeben hat, der die gerade nach außen verschoben hat. Das heißt, qualitativ sehen wir hier sowohl einen Kapital- als auch arbeitssparenden technologischen Wandel. Das ist jetzt nicht so eine große Überraschung, weil wir hier eine relativ große Zeitdifferenz haben. Sie können sich aber natürlich vorstellen, dass Sie, wenn Sie hier jetzt verschiedene Länder oder auch kürzere Zeiträume miteinander vergleichen, dass Sie nicht notwendigerweise so ein klares Bild bekommen. Und Sie können jetzt hier, wenn Sie auch an bestimmten anderen Beziehungen interessiert sind, die wir jetzt hier vorher kennengelernt haben, hier eben eintragen. Das Problem, was sich hier immer ergibt, ist eben quasi eine Wahl der Achsen, der Achsentransformation, weil Sie ja hier unterschiedliche Werte in die Achsen eintragen müssen. Sie können das aber auch machen, indem Sie in die Penn-World-Tables gehen und hier direkt sozusagen an den Einheiten basteln, sodass sie besser auf eine Achse passen. Das habe ich jetzt an dieser Stelle mal nicht gemacht. Aber dann können Sie hier auch ein visuell ansprechenderes Bild sozusagen bekommen. Ansonsten können Sie das Ganze natürlich auch einfach in R machen. Aber auch da ist es mit den unterschiedlichen Achsentransformationen nicht ganz so einfach. Ich habe Ihnen ein Beispiel mitgebracht, was jetzt auch nicht perfekt ist, aber was schon mal einen ganz guten Überblick ist. Was in jedem Fall deutlich wird, ist, dass Sie hier durch diesen Wachstumsverteilungsschedule eine schöne Idee über die qualitative Art des technologischen Wandels bekommen. Also liegt hier purely labor saving, purely capital saving, technologischer Wandel vor, oder haben wir es hier mit einer Mischung oder sogar mit einem Trade-off zu tun? Und hier ergeben sich jetzt natürlich eine ganze Reihe von Fragen, die man empirisch untersuchen kann, auch im Vergleich von Ländern über die Zeit hinweg, beziehungsweise auch zwischen Ländern zum gleichen Zeitpunkt, wie es am Beispiel USA, Japan vorher war. Zentral ist auf jeden Fall, dass das so die Art von Patterns sind, die wir eben später mit unseren Wachstumsmodellen erklären wollen. So, Sie haben es geschafft. Das war jetzt wahrscheinlich eine eher trockene Stunde mit ganz vielen neuen, quasi empirischen Konzepten, aber es war halt auch eine notwendige Übung, bevor wir uns jetzt mit den konkreten Wachstumsmodellen beschäftigen. Was wir gemacht haben, wir haben quasi diverse Accounting-Konzepte und Größen eingeführt, die es uns erlauben, verschiedene Einkommensstruktur von Ökonomien zu beschreiben und zu vergleichen. Nachdem wir so Stück für Stück uns verschiedene Konzepte angeeignet haben, sind wir zu diesem Wachstumsverteilungsgraphen gekommen, diesen Wachstumsverteilungszusammenhang, wo wir gesehen haben, dass man sowohl einzelne Länder gut miteinander vergleichen kann, als auch Länder über die Zeit bezüglich ihrer Einkommens- und Wachstumsstruktur. Und das wird später total zentral sein, weil nämlich die ganzen einzelnen empirischen Konzepte, die wir da verwendet haben, sind wichtig für das Assignment der Modelle, also das Mapping von den einzelnen Elementen der Modelle auf empirische Größen, aber auch den Scope der Modelle, wo wir sagen wollen, wir wollen jetzt einzelne Aspekte dieses Wachstumsverteilungsgraphen durch Modelle tatsächlich erklären. Ja, denn letztendlich kann man sagen, alle Wachstumsmodelle, die wir uns später angucken, haben das Ziel, diese Veränderung aller Konzepte, die wir heute kennengelernt haben, oder aller Größen, also die Veränderung deren über die Zeit für einzelne Ökonomien zu erklären, aber auch eben zu gleichen Zeitpunkten die Unterschiede zwischen einzelnen Ökonomien zu erklären. Also warum jetzt zum Beispiel manche Ökonomien viel kapitalintensiver arbeiten als andere, warum die Gesamtproduktion in manchen Ökonomien viel höher sind als in anderen und was man eben dagegen machen kann.
Was ist gemeint mit erklären? In der Regel ist mit erklären gemeint, dass man diese empirischen Patterns, die man findet, in einem Modell reproduziert. Ja? Also wir reden hier über eine deskriptive Output-Validierung der Modelle. Wir finden einen stilisierten Fakt in der Empirie. Und wir wollen den mit einem Modell reproduzieren, wo wir im Modell eben die Prozesse, die für den Output verantwortlich sind, genau kennen. Ja? Wenn wir uns später, oder Sie sich später komplexere Modelle anschaut, dann steigt natürlich auch deren Anspruch, also der Construal der Modelle ändert sich, in dem Sinne, dass man immer mehr Patterns auf einmal erklären möchte, also das heißt, die dynamische Angemessenheit der Modelle muss höher sein, ja? Aber auch eben, dass immer mehr Mechanismen expliziert werden, also die mechanistische Adäquanz wird stärker. Wir werden das dann später zum Beispiel beim Solo-Wachstumsmodell, beim neoklassischen Wachstumsmodell sehen. Solo-Wachstumsmodell wird sehr viel erklärt durch externen technologischen Wandel und der Mechanismus, der diesem technologischen Wandel zugrunde liegt, der ist aber eben nicht expliziert. Und im neoklassischen Wachstumsmodell ist dann dieser technologische Wandel abgeleitet von dem Investitionsverhalten von profitmaximierenden Firmen. Das heißt, da hat man dann quasi noch einen zusätzlichen Mechanismus mit eingebaut. Das heißt, die mechanistische Adäquanz dieses Modells ist sozusagen höher. Und das kann man, also sieht man auch quasi innerhalb eines Paradigmas, wie sich die einzelnen Wachstumsmodelle verändern, nämlich dass die dynamische Angemessenheit, mechanistische Adäquanz immer breiter wird. Es wird am Ende dann nochmal bei dem Ausblick ins Wachstumsmodell, wird es dann auch nochmal eine Debatte sicherlich dazu geben, zu welchem Grad diese Modelle auch geeignet sind, Wachstum vorherzusagen. Gerade aufgrund der strukturellen Brüche, die bei Wachstum häufig eine Rolle spielen, ist es sehr, sehr schwierig. Aber es gibt durchaus auch Modelle, die für sich in Anspruch nehmen, zukünftiges Wachstum vorhersagen zu können. Also in dem Sinne kann man das Ganze jetzt damit zusammenfassen, dass wir uns jetzt hier in dieser Stunde die empirischen Grundlagen erarbeitet haben, die Größen eingeführt haben, die wir brauchen, um unsere Wachstumsmodelle auf quasi die Realität zu mappen und zu validieren und die wir auch brauchen, um die Stylized Facts zu beschreiben, die wir dann mit unseren Wachstumsmodellen tatsächlich erklären wollen. Ich habe Ihnen neben den Wiederholungsfragen jetzt am Ende auch noch ein paar weitergehende Fragen mitgebracht, wo es darum geht, dass Sie diese empirischen Konzepte selber anhand der Datenquellen, die Sie hier online im Moodle finden, mal darstellen. Das ist sicherlich für Sie selber illustrativ, ist auch mit Sicherheit eine gute Vorbereitung für die Take-Home-Exams und es zeigt Ihnen auch, dass auch wenn es jetzt extrem trocken war an der einen oder anderen Stelle, dass Sie eben mit diesen theoretischen oder empirischen Konzepten schon jede Menge anfangen können. In diesem Sinne, das war es dann für diese Woche und nächste Woche geht es dann darum mit den zentralen Elementen, die ein Wachstumsmodell ausmachen und dann steigen wir auch direkt in die erste Kategorie von Wachstumsmodellen ein, nämlich den klassischen Wachstumsmodellen. Bis dahin, bleiben Sie gesund und eine gute Woche Ihnen.